Hey, hallo und willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt Spaß. Heute nur ganz kurz als Infomeldung für diejenigen, die sowas interessiert. Der Aldi hat ja auch Klemmbausteinsets, wie einige von euch wissen. Und ich habe mir zwei gekauft, zwei aktuelle. Die richtigen Videos dazu kommen noch. Aber falls ihr Interesse habt, ihr wisst, solche Sachen sind schnell weg. Lidl hat es gezeigt. Daher nur ganz kurz Info. Es geht um diese zwei Sets hier. Ich zeige euch die Packung dazu. Das ist einmal das da hier. Jetzt habt ihr Pause gehabt zum Gucken. Und es ist das da hier. Ja. Beide kosten 13, haben um die 300 Teile im Mix. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und kurz und einfach gesagt, das Space Shuttle ist gut. Tipptopp. Die Klemmbausteine sind von Goodie 1A Qualität. Okay? Also da gibt es nichts. Die Aufkleber sind okay. So. Das Space Shuttle, wenn ihr ein Interesse an einem Spielset habt, das ist ein gutes Spielset. Es hat auch ein Innenleben, ist noch was dabei. Das 3-in-1 Set ist okay. Also wenn ihr schon die Cumin alle habt, die empfehle ich immer als allererstes. Cumin Unlimited Idea Serie. Wenn ihr die schon alle habt und ihr habt von Lego schon das meiste 3-in-1 gebaut und ihr sucht noch was Neues, die kann man bauen. Lassen sich alle drei bauen. Wie gesagt, sie sind okay. Sie kommen nicht an Cumin-Sets ran. Und so bei Lego, ich sag mal, an die A-Modelle kommen sie auch nicht dran, aber B und C, da halten sie gut mit. Alle drei jetzt hier von dem. Ne? Gut, das war's auch schon für heute, damit ihr es nicht verpasst und hinterher dann kommt. Weil die Videos dazu, die kommen vermutlich 2 Wochen oder so. Alles klar? Alles klar. Okay, macht's gut. Habt viel Spaß beim Bauen. Bis zum nächsten Video. Bye bye.